Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Wir müssen mal hier ein bisschen Platz machen. Ich habe nämlich gerade ausgepackt mit euch zusammen die Z1 3D. Und die wollen wir jetzt mal komplett zusammenbauen. So, ich mache euch mal so rüber. Der Karton steht nämlich noch hier. Ich räume jetzt hier gerade mal nur so ein bisschen beiseite. Das war hier. Ich habe auch hier, wie gesagt, im Unboxing alles noch in den Tüten gelassen, die Schrauben, dass wir uns die dann so nehmen können. Aber wir werden das jetzt hier alles kurz aufräumen. Strom brauchen wir jetzt noch lange nicht. Das ist der Fuß. Und das ist halt das für oben. Und dann werden wir uns das jetzt hier mal wirklich nach der Anleitung, werden wir uns das hier zur Gemüte tun. Und genau so machen. Ach, okay, man kann auch in Loch in den Tisch bohren und dann befestigen. Das ist auch gut. Das ist sehr, sehr gut. So, wir werden jetzt anfangen. Okay, 4 Schrauben mit einem Imbo kommen die da unten ran. Okay, 4 Schrauben. Müssen wir erstmal hier mit dem Imbus öffnen. Nehmen wir mal die Imbus raus und ja, welche sind denn das? So, ich denke mal, das werden die sein. Ne, die werden nicht sein, die sind dicker. Die sind was dünner. Wir 4 Stück nämlich hier drin. Dann können wir ja mal überprüfen, ob das die 4 sind, die da rein müssen, indem wir das einfach mal hier ransetzen und nee, die sind es nicht. Die müssen noch eine Nummer dicker sein. Ach, toll. Mist, die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die hinten nicht gesehen. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe mich jetzt so sehr auf Schrauben konzentriert, dass ich die in der hinteren Tüte nicht gesehen habe. Da können wir jetzt kontrollieren. Passen die? Die passen 1A. Die müssen wir jetzt nehmen. Und da sollen wir jetzt die Platte ran machen. Und zwar diese hier. Da müssen wir das jetzt erstmal noch weiter aufschrauben, dass wir da mit dem Imbus vernünftig rankommen. Also doch einmal komplett auf. Dauert ein bisschen. Moment. So schnell bin ich nicht. So lang. So, müsste eigentlich reichen. Und da sollen jetzt praktisch in diesen Fuß sollen die Schrauben jetzt rein. Und zwar so. Das kommt nach vorne zu euch. Logischerweise, ihr wollt ja an die USB ran. Und das kommt ja dann so auf den Tisch. Also so muss das dann ran. Da drehen wir uns das einfach mal hier um. Legen uns den Kabel weg. So. Wir haben hier auch in der Halterung, haben wir auch oben schöne Halbkreise, also schöne Vertiefung drin, dass die Schrauben nicht überstehen, dass die wirklich komplett versenkbar sind. Nicht, dass es dann halt, wenn man es öfters mal abbauen muss oder sich einen anderen Arbeitstisch holt und oder sonst irgendwas dergleichen, dass dann irgendwie Kratzer von den Schrauben drauf liegen, also drauf sind. Ihr könnt auch, kann ich euch auch empfehlen, für die Leute, die dann halt Angst haben wegen Verkratzen oder so. Es gibt halt so Stoffdinger. Kreise oder so, hatte ich auch schon mal in irgendeinem Odimer Shop mir gezeigt. Da gibt es auch Viereckige. Die könnt ihr euch zurechtschneiden. Oder macht es dann halt einfach nur ein Viereck, was da dann hier unten raufklebt, wenn die Schrauben dann immer fest sind. Dann habt ihr da immer noch so ein bisschen Puffer auf dem. Ne, der ist viel zu groß. Habt ihr da immer noch ein bisschen Puffer? Ne, der ist auch zu groß.
also der, der hier beim Fuß mit bei ist. So. Und wie gesagt, wir haben auch hier dann noch so Platten. Also nicht, dass ihr euch wundert, das ist halt auch hierfür, dass ihr das dann oben unten ranschraubt und das sozusagen, wenn ihr das Loch braucht, glaube ich. Das werden wir gleich sehen. Obwohl, wir können ja noch mit der Hand drehen. Macht sich nur easy. So, und jetzt können wir festmachen. Und macht nicht zu fest. Denkt dran, nach fest kommt ab. Und macht über Kreuz. So. Na, ist nicht für dicke Pfoten. Ich find's Loch nicht. Jetzt. Müsste das jetzt gewesen sein. Vielleicht noch immer eine halbe Umdrehung. So. Ist fest. Hier jetzt nochmal gucken. Ne, das ist fest. So, das haben wir auch gleich fest. Na, geht doch ins Loch. So, das ist jetzt auch fest. Hier kann ich noch mit der Hand drehen. So, macht sich dann halt natürlich gut. So. Und jetzt ist das auch fest. Und dann sieht das Ganze so aus. Und hier unten, das meine ich, da werden dann die Schrauben drin gemacht. Und die sind wirklich versenkt. Also da guckt keine einzige Schraube über das Metall hinaus, wo ihr Angst haben müsst, dass ihr euch den Tisch verkratzt oder so. Und wie gesagt, es gibt ja auch dann diese Stoffdinger, die man raufkleben kann. Oder einfach nur hier auf die einzelnen Löcher ein Stoffding rauf oder was weiß ich. So. Das haben wir jetzt fest. Der nächste Schritt ist, wir sollen es befestigen am Tisch. Ach, die andere Platte ist für oben. Okay, dann befestigen wir das einfach mal am Tisch. Dafür machen wir das jetzt einfach mal hier so. Ja, das ist ein bisschen doof. Machen wir das mal auf die Seite fest. Dann seht ihr nämlich auch noch ein bisschen was. Dauert jetzt wieder ein bisschen mit dem Kurbeln, bis ich oben bin. Bin gleich oben. Jetzt. So, jetzt haben wir das fest. So, jetzt ist es fest. Und laut Anleitung können wir auch, ach so, wir können auf dem Schraubding, was wir haben, können wir die Schraube mit einem Imbus lösen. Die Metallplatte, wartet, so. Also wir haben es ja jetzt so gemacht, wir können auch diese Metallplatte unten ranschrauben. Ich mache das nochmal ab, dass ihr das besser sehen könnt. So, das ist jetzt eine Möglichkeit, wie ihr es festkriegt. Wartet, ich muss erstmal wieder locker machen. Erklärt sich vielleicht ein bisschen besser, wenn ich es euch zeigen kann. So. Und hier... Die nächste Möglichkeit ist dann halt, so, bei diesem, ach, muss noch weiter runter machen,
So. Bei diesem hier, da ist hier vorne, da seht ihr, eine Imbusschraube. Die können wir lösen. Ich mache das mal kurz verkehrt rum. Und dafür sind diese beiden Sachen. Diese beiden Sachen. Dann machen wir praktisch das oben drauf. Also schrauben das hier ab, was hier dran ist. Machen das rauf, das hat ein größeres Loch. Das machen wir hier unten ran. Und dadurch können wir das dann komplett durchschrauben. Und es wird dann oben, wenn es dann hier rausguckt, kann man es dann hier oben irgendwie befestigen. Das sehe ich jetzt hier gerade ganz schlecht. Also das durchschrauben, also ein Loch drin machen, durchschrauben. Ach so. Und dann von oben, also die, so, jetzt habe ich es. So, von, das geht dann hier durch, also durch diese dünne Ding geht das dann hoch, durch, hier nach oben. Und dann kann man den, die Imbusschraube nehmen. So. So, praktisch so, wie jetzt so hoch. Bloß, dass das dann halt durch den Tisch durchkommt, also das Gewinde hier, und dann oben macht man so eine Imbusschraube ruf, damit das halt nicht wieder durch den Tisch durchkommt. Oder? Nee, Quatsch, das wird hier festgeschraubt. Hier dreht sich das dann rein, da. So sieht's aus. Da dreht sich das dann rein und dadurch ist das dann fest. Und geht dann auch ein Stück durch, hier oben, und dann kann man da oben die Imbusschraube machen. So sieht das aus. Also auch, ja, da müsste ich mir nur was besorgen, damit ich im Tisch ein Loch machen kann. Ich wollte ja mein Mikrofon sowieso am Tisch irgendwie noch befestigen. Dauert ein bisschen, bis ich das festgeschraubt habe. Und weil der eine Monitor an der Wand ja bei mir hängt, da muss ich auch noch gucken, wie ich das mache. Gerade alle gut ausgemessen. So, jetzt haben wir das dran. Jetzt sind wir fertig mit dem Sockel. Also wie gesagt, einmal am Tisch befestigen geht oder halt Loch in den Tisch und dann so befestigen geht auch. So. Ich zeige euch das nochmal genau, dass ihr das ein bisschen besser seht. Vielleicht hier oben, so wird es erklärt. Also praktisch da, die Platte kommt da ran mit den vier Schrauben. Das wird hier dann durch die andere Platte, die wir mit bei haben, beim anderen erstmal so. Und dann wird das durch den Tisch durchgeschraubt, durch das hier auch durchgeschraubt. Und dann ist das halt am Tisch fest. So, jetzt fangen wir mit dem nächsten an. Und zwar die Alustange. Das ist diese hier. Die machen wir jetzt fest. Die geht auch ganz leicht raufzuschrauben, ohne Probleme. So. Und dann müssen wir die Alustange mit einem Imbus fixieren. Ist da denn eine kleine Schraube mit bei oder müssen wir die extra nehmen? Ich gucke mal nach, nicht, dass ich wieder was ausbaue, was ja nicht sein muss. Ich weiß es nicht. Ist da was drin? Ich glaube, die ist schon drin. Ja, die ist schon drin, die Schraube. Die habe ich jetzt fest. So. Dadurch kann ich das jetzt hier nicht mehr drehen. Die ist richtig fest. Also hier. Also da wackelt eher der Tisch. Da kann ich den Tisch mit hochheben, so fest wie das ist. So. Als nächstes sollen wir das festmachen. Dafür haben wir Muttern.
Nicht die, sondern so eine fette. Und eine Schraube. Ich denke mal, das ist die. Weil hier wird kein Gewinde, keine Feder mit abgebildet. Und hier ist nämlich gleich bei der Schraube. Ach hier, das ist nämlich mit den Armen, genau. So, hier ist nämlich gleich eine Mutter mit bei dem anderen ist nur eine Schraube. Also denke ich mal, dass das sein wird. Und zwar nehmen wir dann halt diesen Lenkarm mit der Gummierung, das, und das kommt dann einfach hier so rein. Da müssen wir dann halt so ein bisschen festhalten. Von oben kommt die Schraube. So, von unten die Mutter. Die muss ich natürlich vorher erstmal drin machen. Ach. Also das ist genau berechnet für die Mutter. Ist genau zurechtgeschnitten. So, die einfach rein. Dann die Mutter mit dem Daumen festhalten. Und oben die Schraube mit dem Imbus. Machen wir einfach mal so rum. Festdrehen. Dadurch könnt ihr das dann halt auch variieren, wenn ihr das so ein Stück locker schraubt. Also nicht zu viel locker schraubt, dann kann man da den Bildschirm dann ein bisschen besser bewegen und komplett festmachen und so eine Schoten. So. Irgendwie ist da nichts mit fest, das ist locker. So, warum ist das locker? Mit dem nach unten habe ich gemacht. Da ist noch Platz, würde ich sagen. Ja, dann machen wir dann halt noch mehr. Jetzt wird fest, wartet, jetzt muss ich das noch mal ein Stück locker machen. Machen wir das nämlich gerade. So. Und dann machen wir das noch mal fest. So. Und schon ist es fest. Dann war ein Teil schon mal wieder fertig. Als nächstes sollen wir das Plasteteil nehmen, was hier mit bei ist. Ich zeige euch das gleich. Und das soll mit dem nach unten. So. Das soll dann darauf. Da müsst ihr aufpassen, die Schräge, die soll nach unten gehen. Also so wie jetzt. Und das kommt dann einfach hier oben rauf. Wir müssen es erst noch ein bisschen locker schrauben. Zack. Dann haben wir es auch drauf. Dann sollen wir es festmachen. So, und wenn ihr dann fest habt, ich mache das mal jetzt so nach vorne und zoome mal ran, damit ihr das besser seht. So, wenn ihr das jetzt so fest habt, so. Und der Hebel nach vorne geht, weil hier soll ja dann praktisch der Arm dran. Das sieht ja doof aus. Da könnt ihr den Hebel einfach ein Stück nach hinten machen. So, nach unten.
oder so nach vorne oder so oder halt komplett nach oben oder halt wirklich so nach hinten, damit das dann halt so ein bisschen bündig ist. So, oder nach unten halt so. So wie ihr das gerne haben wollt, so könnt ihr das dann euch den Hebel anpassen. So, das haben wir jetzt gemacht. Als nächstes, okay, jetzt verstehe ich das. Gut, 8a, da sollen wir diesen Arm mit dem runden nach oben hier reinmachen. So. So kommt das hin. Ich mache das mal ein bisschen schräg, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So. Da unten T. Soll T rein. Und hinten sagt der T ist die Schraube mit. Die sieht ein bisschen komisch aus. So. Ach. Die Schraube mit der Feder. Die soll hier unten rein. Also praktisch, nochmal ab, da unten, da soll die rein. Okay, wenn die jetzt sagen, dass die da rein soll, dann soll die da rein. Wie soll ich die da reinkriegen? Da brauche ich einen Schraubenzieher. Also könntest du mir aus dem Flur mal bitte einen Kreuzschraubenzieher geben? Welche Größe? Na, so einen großen hier. Da kann man eine Plastik hier auch abmachen. Achso, da müsste ich jetzt die Schrauben abmachen, dann könnte ich hier die Plastik auch komplett abschrauben. Dankeschön, mein Engel. Da es magnetisch ist, hält es gut. Können wir dann hier einfügen. So. Und dann guckt das hier halt raus. Seht ihr das? So. Können wir aber erstmal nochmal rausmachen. Wir machen den Arm nämlich erstmal ran. Macht sich dann nämlich ein bisschen einfacher. So. Jetzt den Arm einfach hier oben raufsetzen. Seht ihr das praktisch? Ich mach nochmal. So. Den Arm hier ran. Einfach wird der nur hochgesteckt. Dann kommt der hier oben rauf. So. Achso, wir haben zwei Möglichkeiten. Ah, okay. Wir haben einmal die Möglichkeit, das so zu machen. Dann kommt er halt weiter nach vorne. Ich zeige euch das mal so. Zoomen wir ein Stück raus. Und dann machen wir so. So. Und dann können wir das hier halt uns anpassen. Also das kann man dann halt noch verstellen und festmachen hier. Jetzt ist halt die Feder mit da, der geht dann halt immer wieder zurück. Oder Gasdruck oder was weiß ich. Wir können das aber auch, ja, wir können ja dann praktisch das so machen und könnten dann halt hier noch einen Monitor machen daneben, hier oben drauf, also einfach tiefer stellen. Wir können aber auch sagen, wir machen uns das, wenn der Arbeitstisch ziemlich groß ist, ziemlich weit nach vorne. Und, das mal, ich muss beide, machen uns das so. Dann kommt der Bildschirm auch tiefer und so, dann kann man dann alles selber einstellen. Oder wir sagen, wir lassen das so und wir brauchen ab und zu bei einer Konferenz zum Beispiel, also mache ich mal so, da ist der Arbeitstisch, der geht jetzt nach da. Und ab und zu bei einer Konferenz müsste man halt einen langen Tisch was zeigen und dann kann man dann halt drehen und dann halt auch die passende Höhe sich zurecht machen, wie es sein soll. Und dann könnten alle sehen und dann kann man mit einer Funkmaus kann man ja dann auch steuern. Oder wenn ihr sagt, euch reicht das so aus, könnt ihr das auch ganz einfach so rauf machen. Dadurch habt ihr praktisch nur einen Arm, den ihr links-rechts machen könnt. So wie jetzt, links-rechts. Und dann halt in der Höhe verstellen. So, könnt ihr das dann halt auch, wenn euch das reicht, so, dann ist das ganz einfach oder wirklich gesagt, ihr macht halt einen Verlängerungsarm und macht euch das so schräg rüber, so,
Da kann man halt ein paar Zentimeter ausgleichen, wenn hier was ist, ein Rohr oder irgendwas ist, oder ich weiß es nicht. Dann kann man das auch so schräg machen, so. Oder wenn man Platz hat, kann man auch so machen. Und man kann sich das dann halt so variieren, wie man das will. Ja. Ich weiß jetzt noch nicht, welche Größe. Ich werde wahrscheinlich dann doch das ablassen und das einfach so nehmen. So. Dann kann man die Schraube wieder wegpacken. Und wenn ihr das jetzt nicht so macht, wie ich das jetzt habe mit dem, und zwar ihr macht das dann so, so mit dem langen, da kommt dann dieses Plaster, kommt dann hier oben rauf als Schutz. Ja, und von unten kommt diese Schraube rauf. Und die wird dann praktisch so festgeschraubt. Ja, dann ist der Plastikschutz hier oben fest. Das ist hier unten gegengeschraubt. So. Und dadurch hängt das halt hier auch an diesem Arm fest und geht nicht einfach lose. Aber für mich reicht das aus, wenn ich das so mache. So, und zum Schluss habt ihr dann halt hier noch eine Winde, um es festzumachen, wenn ihr nicht ständig drehen wollt. So, für mich reicht dieser eine Arm komplett aus, zum Hoch- und Runter machen. Und auch zum Drehen. Obwohl mit den zwei Armen vielleicht doch ganz geil wäre. Dann könnte ich das bis zur Couch machen. Dann könnte der Monitor bis zur Couch kommen. Dann hätte ich den Chat praktisch, wenn ich am PC, am Fernseh spiele, hätte ich den Chat fast neben mir. Ich mache doch mit beiden Armen. Weil ich kann es ja dann auf dem Tisch, kann ich es ja dann variieren. Ich kann ja dann sagen, ich mache den Arm nach links und passe mir dann halt hier nur die Höhe an. So, und mache das dann so. Und ach, so. Und dadurch habe ich dann halt den Monitor da, wo ich ihn haben will. Ja, da kann man dann halt viel variieren. Wir machen das so. So. Dann brauchen wir jetzt einfach nur die Schraube. Das legen wir hier oben rauf. So. Bisschen festhalten. Am besten ist halt wirklich ein magnetischer Schraubenzieher, damit ihr wirklich komplett durchkommt. So. Und ihr könntet ja auch jederzeit wieder, wenn ihr kleiner haben wollt, auseinanderbauen und kleiner machen. So, ihr seht da, das wird jetzt hier oben festgeschraubt. So, jetzt wird es fester. Achso, das geht gar nicht richtig fest. So, also irgendwann hört die Schraube auf. Ist halt fest. So. Dann sollen wir den Monitor festschrauben. Dafür haben wir die anderen Schrauben. Das wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Dafür haben wir dann auch nicht nur die Schrauben, also hier die langen und die kürzeren dünnen. Wir haben dann auch lange und kurze dicke. Die können wir dann dafür nehmen. Und wir haben auch zusätzlich dann noch, das hole ich jetzt nicht raus, dann so vier Abstandshalter. Die etwas dicker sind, kann man jetzt sehen. Die sind etwas dicker. Die Abstandshalter. Die kommen auch dazwischen. Dass der Bildschirm halt nicht direkt da dran hängt, finde ich sehr gut, dass man da so eine dicken genommen hat. Dadurch hat man Platz für Kabel.
falls die wirklich denn das Gestell da bei den Strom- und beim HDMI-Kabel sein sollte. So, dann haben wir. Machen wir mal kurz hier hinten fest, dass ich euch das zeigen kann. So. Weil wir haben hier hinten dann so ein. Und seht ihr, dadurch kommt das gleich noch ein bisschen nach vorne. Dadurch ist das jetzt hier fest. Ich mache mal so, wie ich es dann später machen will. Na komm. Find's Loch nicht jetzt. So, ich mache jetzt gerade lose. Seht ihr, dass es denn hier ein Stück hoch runterkommt? So. Und minimal seht ihr das. So, ich werde das dann nämlich so machen, dass ich mir das so einstelle, dass praktisch der Arm so rüber geht und der so schräg, so und der Bildschirm so. So werde ich das machen. Dadurch habe ich den Vorteil, kann ich, wenn ich jetzt am Fernseher streame, kann ich dann einfach den Arm, ich lasse mal kurzzeitig los, rüber drehen. So, kann mir den hier oben wieder anpassen vom Monitor. Und so machen. Und dadurch kommt der dann ziemlich nah an mich ran. Besser als wenn ich ihn auf den Tisch hier so umdrehen würde. Und kann mir den dann halt vernünftig anpassen. So, wir haben dann hier oben. Haben wir noch ein Schraubgewinde? Wartet mal, da muss ich hier erstmal. Oh, so. Ach nee, falsche Richtung, plus ist die Richtung. So. So. Wo waren wir denn jetzt gerade? Genau. Dadurch kann ich ihn justieren irgendwie, aber 5 mm. So. Und festmachen. So, hier unten haben wir dann. Was ich ganz gut finde, das zeige ich euch auch mal. Ich mache mal da kurz den Imbus rein. Die sind so. Warte, na gut, geht raus. Muss ich euch so zeigen. Muss ich ranzoomen. So. Seht ihr das? Das wird Kabelmanagement. Die kann man hier komplett hochschrauben. So. Und dann sind die weg. Und wenn man sie wirklich brauchen sollte für Kabel, kann man den HDMI-Kabel zum Beispiel durchlegen. Müsste vielleicht sogar von der Dicke für ein HDMI passen. Kann man sich das so aufmachen und den HDMI durchziehen. Ja. Und dadurch ist der dann halt schön verlegt. So. Also, da muss ich den Screwdriver nehmen. Ja, ich weiß. Screwdriver schraubt ja. Aber ich denke mal, wenn der schwere Bildschirm hier dranhängt, dann ist das so ein bisschen ausgleichend, dass der dann halt nicht die ganze Zeit so weit oben ist. Oder man muss halt. Weil muss ja einen Grund haben, dass man das so machen kann. So. Können dann halt das auch runter. So. Dann machen wir das hier lose. Und dadurch. So. Können wir das praktisch so bis nach unten machen. Ach so, ich habe vergessen, wieder rauszuzoomen. Tut mir leid, Leute.
So. Ich habe das jetzt mal hier an der Seite gelöst. Könnt ihr ja sehen. Wir können das dann praktisch bis unten machen. Wir haben dann hier komplette Freiheit, wie hoch das sein soll. So. Hätte ich vielleicht doch den zweiten Bildschirm so machen können. Dann, naja, so. Und den anderen hier drunter. Und dann hier hoch. Aber ich finde das echt gut. Da ist wirklich für jede Möglichkeit, was geboten. Man kann halt lang machen, man kann kürzer machen. Man kann es variieren, links, rechts. Man hat einen USB gleich mit bei, also einen USB-Verteiler 3.0 mit 4 USB. Also ich finde es gut. Also ich bin jetzt so vom ersten Eindruck, von der Haptik und von der Optik, bin ich sehr begeistert. Ich weiß aber noch nicht, wie ich es bei mir am Tisch festmachen werde. Da brauche ich noch ein bisschen Bedenkzeit. Da habe ich noch keine Ahnung, ob ich doch lang, kurz, hoch, tief. Das muss ich mir dann selber erstmal noch überlegen, wie ich das mache. Also hinten ist dann halt noch der USB kommt dann in USB rein, der Strom in Strom. Die Schelle kommt dahin, da kann man dann noch Kabelmanagement machen. Die Schelle habe ich euch ja gezeigt. Und der Bildschirm ist 360 Grad drehbar. 360. Also so sollen es 360 Grad sein. Na gut, kann man ja, wenn man so. Und dann kann man ja so hoch. Ja. Und hier ist das auch drehbar. Seht ihr das? Dass der denn hier so drehbar ist, dass man sich den anpassen kann. Dass man dann zum Beispiel auch, wenn man sagt, gut, den zweiten Bildschirm jetzt hier nebenan, den brauche ich jetzt nicht als echten Bildschirm, also als langen. Ich würde ihn gerne als Chat-Bildschirm nehmen für Chat-Programme oder für Programme, die eher so schmal sind, dass man die immer hat. Dann kann man sagen, oh, ich drehe den Bildschirm jetzt einfach um und dann ist der nicht so, sondern so. Da muss man das natürlich im Windows noch anpassen und dann hat man dann halt lang anstatt so, halt so. Ja, das soll es jetzt soweit zum Hardware-Video gewesen sein. Wie gesagt, die Verarbeitung ist wirklich erstklassig, da kann ich wirklich nicht meckern. Er sieht richtig cool aus, mit dem Gummi haben sie gut gemacht, man hat da ein Kabelmanagement gedacht, dass man den Bildschirm drehen kann. Also viele sind ja so, dass man dann halt sich das so aufstellt, so möchte ich den haben und so bleibt der denn. Aber hier haben sie wirklich dran gedacht, dass man den Bildschirm drehen kann, also wenn mal andere Arbeitsverhältnisse sind, dass man halt verlängern kann, dass man komplett im Kreis drehen kann, man kann es hoch in der Höhe verstellen, kann hier noch verstellen. Ja, also da ist wirklich für jeden was mit bei. Dann würde ich, wie gesagt, jetzt hier einen Cut machen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Die Webseite werde ich euch verlinken, die Amazon-Seite werde ich euch verlinken. Ja, und ich stehe dann natürlich für Fragen jederzeit zur Verfügung. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.